Postleitzahl 48155. Das Revier von Frank Niemann, seit 30 Jahren Postbote. Immer unterwegs, auch privat. Denn Niemann ist einer der bekanntesten Fußballfans Deutschlands. Durch seine legendäre Fahne mit dem Schriftzug R. Baron. Seit 1994 ist sie bei fast jeder Partie des Hamburger SV und fast jedem Länderspiel dabei. Im Prinzip kam es ja zum Kultstatus dadurch, dass man halt ja auch viel fährt, viel unterwegs ist und dass die Fahne nicht nur beim HSV, sondern halt auch bei der Nationalmannschaft regelmäßig zu sehen ist und war und die Leute halt drauf achten. Mit der DFB-Elf war Niemann schon auf der ganzen Welt. Von Aserbaidschan bis zu den Färöer Inseln. Hat für den Fußball mehr Kilometer abgerissen als auf seinem Postfahrrad. Für die Nationalmannschaft, da bin ich jetzt bei knapp 60 Ländern, in denen ich Spiele gesehen habe von der Nationalmannschaft. Beim HSV werden es so an die 1000 Spiele sein insgesamt. Bei der Nationalmannschaft sind es ungefähr so Richtung 300 Spiele sicherlich. Und ja, ich freue mich halt immer, wenn ich los kann. Telgte, Westbevern. Hier, 20 Kilometer von seinem Postamt entfernt, hütet Frank Niemann seinen größten Schatz. Die Fahne mit Kultstatus. Der Schriftzug, eine Hommage an den HSV-Stürmer der 90er Jahre. Carsten Behrmann hat mir als Spieler damals sehr gut gefallen. Und dieses R ist ja halt abgeleitet von Michael Jordan, weil der ja immer als Basketballspieler halt sprunggewaltig war und Carsten Behrmann als Spieler halt groß ist und war. Und da habe ich gedacht, naja, R. Behrmann hört sich ganz gut an, könnte man spaßeshalber mal machen. Frank Niemann und Publikumsliebling Behrmann stehen noch heute in Kontakt. Für immer verbunden durch das bekannte Banner. Neben Zeitungsausschnitten sammelt Niemann vor allem HSV-Fanartikel. Die Leidenschaft zu seinem Club häufig noch größer als zur Nationalmannschaft. Besonders in letzter Zeit. Beim Verein gehen natürlich die Emotionen dann halt doch insgesamt mehr mit. Also man ist da mehr begeisterungsfähig, man schreit und applaudiert dann mehr, man ist da halt emotional einfach mehr dabei. Der Verein, der spielt halt da halt auch öfter. Man ist da so ein bisschen mit rein aufgewachsen und Nationalmannschaft ist halt nur sporadisch. Aber Verein ist aber halt immer eigentlich in der laufenden Saison immer Woche für Woche und das ist natürlich schon irgendwo anderes Herzblut dabei dann. Die DFB-Elf scheint aber auch so immer weniger zu begeistern. Der Vorwurf, zu viel Marketing, zu wenig Fannähe. Und jetzt wegen Corona keine Chance, das zu ändern. Für Frank Niemann ein weiterer Grund für die Abkehr von der Nationalmannschaft, die hohen Ticketpreise. Mir tut das insgesamt ein bisschen weh, weil ich schon das Gefühl habe, dass halt auch viele Familien oder Jüngere auch ganz gerne zur Nationalmannschaft gehen. Wobei man da natürlich dann sagen muss, darunter leidet vielleicht ein bisschen so die Stimmung, weil sind dann halt nicht so die Leute, die dann vielleicht so für die Stimmungsmache dann im Stadion sind. Für die kostet es halt auch viel, viel an Geld. Und da ist es halt ein bisschen blöd, dass der DFB dann halt sagt, so, wir setzen die Preise mit dem Level, sage ich mal, an, auch gegen schlechte Gegner. Vergangenes Jahr im November. Beim entscheidenden EM-Qualifikationsspiel in Mönchengladbach gegen Belarus nur 33.000 Zuschauer. Nicht ausverkauft. Genau wie die Partien gegen Nordirland und sogar Argentinien. Nicht nur für Frank Niemann, die Nationalmannschaft immer häufiger reines Pflichtprogramm. Bei Freundschaftsspielen ist es dann halt eher eine Qual, als dass es Lust macht, zu sagen, man ist im Stadion dann. Trotzdem fahre ich hin, weil ein bisschen was Besonderes ist es halt schon. Aber es ist halt nicht jedes immer alles nur ein Highlight.